Wir sind jetzt am Mausoleum des Staatsgründers, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe. Wobei das jetzt man das von hier gar nicht sieht, weil das ist da hinterm Gebüsch, hinterm Baum. Aber man sieht die Stadt schon ein bisschen. Und wir sind mitten in der Stadt, in der großen Parkanlage. Ja, da hast du Also man kann leider nicht rein ins Mausoleum, weil wegen Sicherheitsgründen ist das schon länger geschlossen. Aber an sich schon beeindruckend, so die Größe. Unterwegs und haben uns vorhin bei Mausoleum haben wir uns so ein bisschen Sonnenstich geholt. Deswegen sind wir echt froh, dass wir jetzt hier im kühlen Auto sitzen, weil es ist einfach immer noch abartig heiß. Wir haben jetzt hier so einen frischen Smoothie uns geholt, ein Zitrone-Minz-Limonade mit Eis. Und wir fahren jetzt erstmal so einen kleinen Snack essen und dann gehen wir mal auf ein paar Märkte und zum Strand geht es auch noch kurz und dann irgendwann zum Abendessen, ja. Ach ja, genau, und wir mussten die ganze Zeit am Mausoleum 1000 Selfies machen, weil die alle mit uns ein Foto haben wollten. Also das ist hier irgendwie echt eine Attraktion, dass hier Touristen sind. Es gibt nicht so viele und die sind alle super nett und super lieb und auch die kleinen Kinder, die kamen dann an und die Eltern haben dann Fotos von denen mit uns gemacht. Also es ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man hier mit lauter Leuten Selfies machen muss, wenn man hier als Tourist unterwegs ist. Magst du auch noch was machen, oder? Tschüss. Egal. So, wir haben jetzt unser Mittagessen bekommen. Wir haben, die Vorspeise ist leider jetzt schon weg. Wir hatten einen Fattoush-Salat und jetzt haben wir Kebab und den Chicken Karachi. Das ist jetzt die Spezialität hier aus Karachi. Und das ist das hier. Entschuldigung, ich muss dir das Brot aufreißen. Oh mein Gott, das ist voll lecker. Nee. Das heißt, Parata ohne alles. Parata ohne alles. Ja, dann erzähl doch was. Also Parata-Teig. Dazu Kebab. Und dazu das, was ist es? Chicken Karachi. Okay. Und dazu noch ein bisschen Gemüse. Sehr geil. Also ich nehme mir jetzt mal was raus, ja? Vom Chicken Karachi. Ja. Oh, das sieht schon geil aus. Okay, ich dippe jetzt mal das Parata hier in die Dips. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Ist das Minze oder was ist das? Das ist Minzdip. Mmh.
Wow. Okay. Hammer. Also der Dip ist der Hammer. Und das sieht mir auch frisch gemacht aus. Also ist glaube ich nichts Fertiges. Und dann haben wir hier noch unseren Kebab. Den habe ich noch nicht probiert. Super. Ja? Der Minze ist noch besser. Ja, der andere. Der hier. Der ist noch. Okay, also Minze ist Favorit bisher, glaube ich, oder? Okay. So, wir sind jetzt fertig mit dem Essen, sind natürlich alle babsatt, weil wir mal wieder zu viel bestellt haben. Wieso schaust du mich an? Also, ja, verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall. Das war das Restaurant, das ist das Barbecue Tonight Restaurant. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr leckere lokale Küche hier. Und hier herrscht das Chaos mal wieder. Das beständige Chaos. Also wenn etwas normal abläuft, dann das Chaos auf der Straße. Das ist ja absolut faszinierend. Aber es funktioniert, das ist aber auch echt haarsträubend. Ja, läuft ja. Naja. So, wo ist unser Fahrer? Wir warten auf unseren Fahrer. Der wird sich abgesetzt haben. Genau. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Wir sind jetzt hier auf einer Einkaufsstraße, hat uns unser Fahrer hergebracht. Und das ist quasi eine Local Shopping Mall. Hier gibt es einheimische Geschäfte. Genau, das ist auch sehr local hier. Also, das ist auch sehr interessant, die Stromarchitektur hier. Moment, ich muss das mal kurz zeigen, aber dazu brauche ich ein bisschen Platz. Ja, hier ist alles so ein bisschen Freestyle an Strom. Ja, das ist alles Freestyle. Strom Freestyle. Das müsste es fast für einen Flo fotografieren. Ja. Okay, also ich glaube, hier gibt es viel Schmuck. Ja. Also relativ viele Schmuckläden gibt es hier. Schauen wir, ob wir hier wieder an der richtigen Stelle sind. Ja, ja. Ja, wir müssen darüber. Ja, sonst finden wir nie wieder den Ausgang. Guck, Charles. Mal gucken. Nein. Nein. Hier gibt es Kosmetik. Oh, da drüben gibt es Stoffe. Ha? Ja, das werden wir schon finden, alles. Oder sollen wir einfach mal ein bisschen hier rumlaufen? Ja, mal rum. Also ich würde mich... Also hier sind halt echt viele Stoffe. Hallo, Mann. Also nur... Hallo. Guck, da gibt es so Oberteile. Ja. Wollen wir Oberteile gucken? Ja, okay. So, das war jetzt echt ein ziemlich wilder Tag in Karachi, weil Karachi einfach so echt so ein unglaublicher Tummelplatz ist an ich weiß auch nicht, an Leuten und an allem. Das ist so kunterbunt alles. Ja, jetzt noch am Strand zum Abend und leider keine Sonne mehr. Aber viele Einheimische, die hier rumgucken bzw. Hier ein bisschen rumchillen. Das machen wir jetzt auch noch. Und danach gibt es noch mal was zu essen. Ich meine, wir haben ja noch nicht genug gegessen, es wird natürlich mal weiter gegessen, ist ja klar. Ha ha ha.
Mann. Ach, da ist der große Tumult. Am Strand von Karachi, der leider nicht so schön ist. Aber... Was aber? Also unser Guide meinte, dieser Strand ist nicht ganz so schön, aber er ist halt hier, genau, es ist halt einfach der Stadtstrand hier, wo halt die Einheimischen einfach kurz zum Relaxen herkommen. Aber es gibt sehr schöne Strände hier. Aber die sind nicht hier in der Stadt, sondern die sind weiter außerhalb und ein bisschen weiter weg. Und hier ist quasi einfach nur so ein Stadtstrand, wo die Leute eben abends ein bisschen zum Relaxen herkommen. Schön ist aber trotzdem. Ja, gut. Hierher kommen, ja. Aber nicht für... Nicht bleiben. Also es ist kein Badestrand, das definitiv nicht, nein. Es ist weniger los, als man in den Videos vom Mac zum Beispiel gesehen hat. Aber vielleicht das war der auch am Wochenende. Ich glaube eher, dass der ist da ins Tumult reingegangen. Ach so, hier gleich rein. Ja. Ja, da hinten, weil sicher hier. Aber es kann auch sein, wenn er wird Flut. Auch möglich, ja. Nee. Ja. Also scheinbar ist jetzt eher Ebbe als Flut, weil der Strand ist unfassbar lang und wir sind hier eigentlich in, ja, wie soll man sagen, im Watt. Es ist hier feucht, das Ganze. Der Untergrund, der gibt auch ein bisschen nach. Definitiv. Überflutet das hier bei Flut. Ja. Aber man riecht schon die Meeresluft. So Leute, jetzt sind wir am Strand und auf 0 Meter Meereshöhe. Also hier am Strand von Karachi, am Südende von Pakistan. Und das Interessante ist, finde ich, dass ich glaube zumindest, dass Pakistan das Land ist mit dem größten hohen Höhenunterschied überhaupt, weil wir haben 0 Meter, so wie hier, und es geht bis über 8000 Meter, denn Pakistan hat mit die größten Gipfel der Erde. Das Interessante ist dabei, dass wir jetzt von Süden nach Norden reisen, wo wir quasi immer höher uns befinden werden. Und ich bin gespannt, wir gehen jetzt nicht bis auf 8000, aber wir gehen zumindest bis zu einem, keine Ahnung, auf was für eine Höhe wir gehen, vielleicht 4000 Meter im Hansa-Tal. Und da bin ich mal gespannt, weil das wird dann auch unser Urlaub mit dem größten Höhenunterschied, den wir haben. Bin mal gespannt drauf. Und ja, jetzt kann es eigentlich losgehen mit dem Höhenanstieg. So, wir sind gerade in einem wunderschönen Restaurant und kriegen jetzt unser Abendessen. Und das Restaurant ist hier direkt am Meer, beziehungsweise über dem Meer. Hier sieht man ein bisschen was, leider ist es sehr dunkel schon. Aber wir bekommen gerade unser Essen serviert. Und es sieht schon mal sehr lecker aus. Okay. Mhm. Okay. Jetzt haben wir das vielleicht bisher geilste, genialste Essen hier in Pakistan. Ich weiß den Namen schon wieder nicht mehr von dem Ganzen, aber es schmeckt fantastisch. Es ist auf jeden Fall ein Hühnchen. Es sind zwei verschiedene Gerichte. Und man isst das mit Brot. Also mit dem, Sesam. Und wenn man sich da was runterzupft, benutzt man das quasi als Tasche fürs das Fleisch aufzunehmen. Und dann nimmt man dann hier was. Und gibt vielleicht noch die Joghurtsoße mit rein. Ja, die schmeckt voll geil. Oh. Was ist Knochen? Ja, das ist das erste Mal. No, I don't need that.
You want another one? Actually, I got it. First person got this. Do you want this? No, but that's my favorite. Unser Mall vor dem Hotel. Ach, jetzt kommt wieder die Moped-Meute.